Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich. Und zwar geht es heute um die Juveniles Young Box. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Juveniles Box, die gibt es entweder auf der Homepage von Juveniles selbst oder auch auf Amazon. Und wie auch schon in meinem Juveniles Lady Unboxing von gestern, vorgestern? Von letztens. Genau, ich drehe die jetzt hintereinander, aber die kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten online. Ich bin total verwirrt und ich komme überhaupt nicht mehr klar auf mein Leben. Aber gut, auf jeden Fall habe ich da auch schon erzählt, dass ich das quasi per Zufall herausgefunden habe, dass es die aktuell gibt. Aber man kann sich auf der Juveniles Homepage auch einen Alarm einrichten, dass man quasi darüber informiert wird oder ein Newsletter abonnieren oder so, dass man halt irgendwie eine Info bekommt. Ich habe die jetzt von Amazon für 12,99 € und genau, die mache ich doch mal auf. Und ja, da drin sind dann halt Produkte von hochwertigen Marken. Also die hatten einen recht hohen Markenwert, Warenwert auf jeden Fall. Und, oh, meine Fingernägel feiern eine Party, Leute, ich sag euch das. Meine Kollegin würde jetzt Mimimi sagen. Und sie hätte recht. Ich hatte die ja schon mal für euch, mit euch. Wir haben die mal zusammen aufgemacht, Leute. Und das war ja das erste Mal, dass ich die hatte. Und da fand ich die damals total cool. Also ich war wirklich geflasht davon und habe deswegen auch die Juveniles Boxen jetzt wieder bestellt. 12,99 €. Die Verpackung, ne, lässt sich drüber streiten. Ist jetzt nicht wunderschön. Und gerade weil es halt eine weiße Box ist, ist die ziemlich verdreckt. Und naja, mach's ein bisschen sauber. Fertig. Liegt halt da auf dem Lager. Ne? Das ist dann immer so eine Sache. So, dann machen wir das Schätzchen mal auf. Die Box ist relativ klein, ne? Also die ist jetzt von der Größe her deutlich kleiner als jetzt eine Glossy Box oder eine Pink Box. Und sieht dann so aus, jedenfalls die Young Box. Die hat nämlich so ein rosa, altrosafarbenes Schleifchen. Die Young Box ist, wie der Name halt schon sagt, eher so für die Jüngeren. Und die Ladies Box ist tatsächlich für die Frauen ab 35, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich würde mich trotzdem auch mit einschließen. Dann vielleicht dann doch ab 30. Ab Ende 20. Ja, passt schon. Komm, Leute. Wir gönnen uns einfach mal. Und ja, das ist hier ein Schleifchen. Das kann man aufmachen. Da hat es ein Seidenpapier. Und ich rieche. Ich rieche ein Parfüm. Ich rieche irgendwas Frisches da drin. Wahnsinnig toll. Schleifchen aufmachen. Und das Gute bei der Juveniles Box ist, dass du kein Klebi hast und das nicht auseinanderreißen musst. Oh. So sieht die Box dann ja, von innen auf, wenn das Seidenpapier raus ist. Und hier gebe ich dir einfach mal so einen Code. Der ist eigentlich nur einmal pro Kunde gültig. Ich weiß nicht, ob der dann, wenn einer den schon eingelöst hat, nochmal gültig ist. Ne? 10% bei juveniles.de, glaube ich, müsste das sein. Ja, gönnt euch. Und hier stehen dann auch die Produkte drin, die hier drin sind. Wir starten mit dem Ahava Dead Sea Water Mineral Shower Gel Sea Kist. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Box auch schon drin. Naja, ja, ist halt sehr frisch, wenn ich mich richtig erinnere. Sie riecht, glaube ich, sehr maritim. Ja, fast schon männlich, würde ich sagen. Also das wird definitiv weiter wandern, beziehungsweise in diesem Video gibt es auch noch eine Verlosung. Und da wandert das hier auf jeden Fall mit rein. Ja, und das soll auf jeden Fall Feuchtigkeit spenden und gut für die Haut sein. Wie halt alles, was sich hier in den Boxen befindet, soll ja alles. Ich meine, die schreiben nicht drauf, es ist schlecht für die Haut, ne? Ja, läuft. Gut, ja. Wandert weiter, definitiv. Dann habe ich hier von Marlo Wills Talasso Vital Treatment Hydro. Was bist du denn? Eine vitalisierende Intensivcreme für feuchtigkeitsarme Haut. Ach, guck. So ein süßes kleines Pöttchen. Naja, süß und klein ist gut, ne? 15 Milliliter. Marlo Wills ist eine Marke, von der habe ich auch letztes Mal was in den Boxen gehabt. Da habe ich auch schon eine Mascara von gehabt. Da habe ich einen Blush von. Alles Mögliche. Also, coole Sache. Ich weiß jetzt nicht, kann man daran riechen? Nee, es ist halt noch zu, ne? Ja, da riechst du halt nichts durch. Das ist halt, wie bei jedem guten Kosmetikteil ist es verschlossen, was ich auch gut finde, ne? Und was sollst du machen? Hydratisieren wahrscheinlich. Oh, das muss ich euch vorlesen. Das ist ja der Wahnsinn. Bildet ein feuchtigkeitsspendendes Wirkstoffnetz auf der Haut und sorgt für ein einzigartig gepflegtes Hautgefühl. Die hochwertige Textur wirkt Trockenheitsfältchen entgegen und schenkt ihrem Teint belebende Frische und neue Vitalität. Läuft. Ich liebe solche Produktbeschreibungen, Leute. Wirklich. So einmal richtig hochgreifen. Ne? Man könnte auch sagen, dass das einfach mit Feuchtigkeit die Haut versorgt.
läuft. Ja, cool. So ein Pöttchen mag ich auch gern leiden, also von daher super Sache. Ja, wird dann demnächst mal verwendet. Ich finde das auch so cool, dass in diesen Juveniles-Boxen halt auch so Naturkosmetikprodukte drin sind, weil ich mich dann halt auch mal so ein bisschen an diese ganze Geschichte ranteste. Weil ich bin eher so der Mainstream-Mensch, was so Pflege angeht, ne? Also ich benutze halt alles, was mir gefällt und teste mich dadurch. Ich bin da jetzt nicht spezialisiert nur auf Naturkosmetik oder wie auch immer, ne? Das ist, oder nur auf, keine Ahnung, vegan, vegetarisch. Vegetarische Produkte. Schön, ist kein Fleisch drin. Was wollte ich sagen? Genau. Finde ich das gut, dass es in den Boxen so drin ist und man da halt auch so ein bisschen sich durchtesten kann und jetzt nicht irgendwie die Produkte sich so einzeln kauft und halt den Warenwert, den ich euch ja nachher einblende, dafür bezahlen muss, sondern dass man das einfach mal so auch teilweise in Probiergrößen hat, ne? Dass man so ein bisschen sich mal durchtesten kann, vertrage ich das überhaupt und mag ich das vom Geruch, mag ich das vom Gefühl? Also mag ich diese Boxen richtig gerne. Als nächstes habe ich hier einen Nagellack, glaube ich, drin von Mavalla. Von Mavalla hatte ich auch schon mal was in der Box mit drin gehabt. Mavalla, 989 Bergen Nail Color Cream. Mavalla, was hatte ich denn von Mavalla drin? Ich glaube, das war eine Nachtcreme, die ich super toll fand. Bin mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist dieses Packaging total schön. Ich meine, guckt euch mal diesen hier oben, wie heißt das, die Kappe an, ne? Oh, das ist ja wunderschön. Nice. Es ist so ein schöner Kupferton und ja, da würde ich jetzt einfach super long hold and shine. Ja, und da würde ich jetzt sagen, dass ich den auch auf jeden Fall mit in die Verlosung packe, weil ich tatsächlich auch schon extrem viele Nagellacke habe und solche Töne auch jetzt nicht unbedingt auf meinen Füßen trage. Da habe ich eher so knallige Farben, meistens halt echt rot, ne? Ich glaube, aktuell habe ich da knallpink drauf und ja, deswegen wandert das weiter. Ja, ist aber schön, ne? Also ich finde die Farbe echt mal was anderes. Und also nicht dieses Rot, was man halt sehr oft in den Boxen mit drin hat. Das ist einfach mal was anderes. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber halt für mich jetzt gerade nicht in dem Moment geeignet. Wandert jetzt in die Verlosung. Colorless, was ist das? Von Jana Tana? Tana, Balsam Roll, ideale Wimpernpflege. Ah, du ahnst es nicht. Ich stehe auf Wimpernpflege, ne? Was machst du? Ideale Wimpernpflege. Okay, das ist so ein ganz bestimmtes Produkt. Das ist sowohl für die Wimpern als auch für die Augenbrauen. Da ist wohl Bienenwachs irgendwie mit drin. Das soll dann quasi die Wimpern so und die Augenbrauen strapazierfähiger machen. Panthenol und Letinol, glaube ich, habe ich hier gelesen, ist da auch mit drin. Und das soll dann quasi Feuchtigkeit spenden. Lanolin, da steht's, genau. Ich habe ja aktuell mein Rizinusöl, was ich für die Augenbrauen nehme. Aber das hier könnte ich jetzt ja definitiv... Oh Gott, das ist so ein richtiges Gel. Und das riecht echt komisch, aber gut. Das sieht echt... Also es ist so ein Gel halt, ne, was jetzt hier auf dem Bürstchen drauf ist. Aber das finde ich ja geil. Das mache ich mir dann auf die Augenbrauen und auf die Wimpern. Also ich denke, dass ich das dann eher für die Augenbrauen verwenden werde. Oh ja, das ist richtig klebrig. Wow. Das ist ja cool. Gucke ich mal, ob das besser ist als mein Rizinusöl. Ich mache das jetzt schon mal auf meine Augenbrauen, aber es wirkt eigentlich wie so ein Augenbrauen-Gel jetzt gerade. Guck mal. Kann ich mir voll den freaky Look machen. Richtig cool. Also wenn das wirklich hilft und das jetzt über Nacht quasi dann auch pflegt, dann kann ich das auf jeden Fall aufbrauchen und dann verwenden. Erstmal anstatt von meinem Augenbrauen-Gel. Serum. Augenbrauen-Serum. Von meinem Rizinusöl. Genau. Ja. Das ist toll. Cool, gefällt mir. Das ist ja geil. Also so ein Produkt in so einer Box finde ich echt interessant, ne? Mit Bienenwachs, Panthenol und, oh, ich habe schon wieder vergessen, Lanolin. Genau. So, hier haben wir das letzte Produkt in der Box. Und zwar von CNC. Ich kenne CNC in einem ganz anderen Zusammenhang. Das ist eher so im technischen Bereich. Hyaluron-Erfrischungsspray. Ach, guck mal. Das kannst du jetzt im Sommer, glaube ich, auch echt super gut verwenden, oder? Wenn du so auf der Arbeit sitzt und dir da alles runterläuft oder wenn du im Garten bist und einfach mal eine Erfrischung zwischendurch brauchst und dir jetzt nicht unbedingt einen Wasserschlauch ins Gesicht halten willst, dann kannst du das nehmen. Das ist ein erfrischendes und pflegendes Feuchtigkeitspflegespray. Nein, ein erfrischendes, feuchtigkeitsspendendes Pflegespray für Gesicht, Hals und Dekolleté mit Mineralien aus Meerwasser und wertvoller Hyaluronsäure. Überall ist Hyaluronsäure drin, Leute. Da müssten doch meine Falten mittlerweile Angst kriegen und vor lauter Hyaluronsäure verschwinden. Tun sie aber nicht. Für einen frischen Kick und ein extra Plus an Feuchtigkeit nach Bedarf. Augen und Mund schließen. Echt, ich dachte, ich sprühe mir das jetzt einfach mal direkt in den Mund. Und im Abstand von ca. 30 cm auf die Haut sprühen und einziehen lassen. Enthält Alkohol. Das finde ich dann natürlich schon wieder... Warum denn Alkohol? Weil wenn das Alkohol enthält... Eigentlich entzieht Alkohol doch Feuchtigkeit. Das ist aber komisch, ne?
Egal, wir machen es mal auf. Sieht schon hochwertiger aus, ne? Ist nicht so eine... Ich meine, das ist Plastik hier oben, aber es sieht schon mit dem... Wie siehst du denn aus? Champagnerfarbenen Moped doch schön aus. Gucken wir mal. Okay. Boah, das haut dir aber ins Gesicht, Leute. Was zur Hölle ist das bitte? Ich bin patschnass. Ich meine, gut, ich habe mir auch 3 davon ins Gesicht geknallt, aber ey, was bist du für ein Ding? Naja, also ob das jetzt fürs Gesicht so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera gesehen hat, aber es springt einen schon ziemlich an. Was machst du denn mit mir? Also ich glaube, dann muss ich, das muss ich echt umfüllen. So funktioniert das nicht mit uns beiden. Ich glaube, da muss ich, wenn ich mal so ein, so ein Fixing Spray leer habe, das umfüllen. Weil das, so geht das nicht. So nicht. Einfach nein. Oh Mann. Aber es fühlt sich schön auf der Haut an, definitiv. Ne? Das ist auch irgendwie mit, also da ist auch was drin. Ist ja nicht nur, also einfach den, ich hab's in den Mund gekriegt, ne? Ich hab mich erschrocken. Mausi, ist alles gut. Fräuchen wieder Blödsinn gemacht und du warst nicht mit dabei. Hm? Du warst nicht mit dabei. Ja, also wie gesagt, riecht gut. Fühlt sich schön auf der Haut an. Es klebt jetzt ein bisschen. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eingezogen. Das ist ein interessantes Gefühl, wenn man einen Strahl ins Gesicht geschossen bekommt. Habe ich nicht gesagt, man will sich den Wasserschlauch nicht ins Gesicht halten. Damit hat man das Gefühl. Also der Spraykopf ist echt für den Arsch. Aber naja, fühlt sich gut an und erfrischt dann halt auch mal kurzzeitig. Aber naja, wird umgefüllt. Aber ist irgendwie witzig und riecht halt auch echt gut, ne? So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Hier blende ich dir mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ich habe hier gerade Sammy, der wird ein bisschen gestreichelt. Der braucht auch mal ein bisschen Liebe, ne? Wenn Fräuchen so lange auf Arbeit war, dann muss man auch wieder ein bisschen Liebe verteilen, ne? Genau, was ich in diesem Video ja verlose, ist einmal dieses Showergel von Ahava. Und dann habe ich hier ja noch den Nagellack von Mavala. Ahava und Mavala. Und weil noch Platz ist, gebe ich dann noch einen Lippenstift mit dazu. Das ist von Focalure Lips in der Farbe V06 Dark Coral. Der ist noch original verpackt. Den hatte ich auch letztens. Letztens ist gut, als ich die Produkte von Focalure ausgetestet habe mit dabei. Und habe ja auch gesagt, dass ich den verlosen möchte. Korall ist ja so eine Trendfarbe. Und ja, den packe ich euch auch noch mit rein. Das ist, ich glaube, ein Liquid Lipstick. Ja, Liquid Lipstick ist das. So, die 3 Produkte kannst du gewinnen. Alles dafür Notwendige steht unten in der Infobox, also schau gerne vorbei. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!